Jo, wieder ein Lehman was. Das war ein Lehman was. Ein Ziel der imperialen Armee ist vernichtet. Eine volle Salve. Aber noch ist es ja nicht zu Ende. So, ich glaube, das dürfte die letzte Welle dann schon sein. Jo. Da waren nämlich noch zwei. Oh, ein Pergament der Schwarzen Bibliothek. Was steht denn da Böses drin? So, noch mehr Ressourcen. Und das Tor kaputt machen. Ja, ein paar Sachen haben wir eingesackt. Ich habe die Armee in Hilfe geleistet. Jetzt ich bin unterwegs. Helder haben uns im Visier. Ein Seelenstein. Auch gut. So, ihr zieht euch mal kurz zurück. Ich verzichte auf Nörgels Liebe. So, Truppen. Ach herrje. Ich könnte auch einen normalen, richtigen Trupp Warpspinnen ausbilden, vielleicht. Na komm, machen wir das mal. Weisheit gewinnt den Krieg. Uns fehlt es an nichts, außer an einem Feind. Ich werde bereit sein. Du kriegst ein Schanz-Upgrade, du kriegst Lebenspunkte-Upgrade. Und mehr können wir gerade nicht, also kriegst du auch noch ein Schanz-Upgrade. Und du auch ein Schadensupgrade. Bin jetzt unterwegs dorthin. Die Pracht des Phantomkristalls erweitert mein Nachhinein. So, schicken wir mal die Warpspinnen rein. So. Und eine Auszeichnung der Ianden erhalten. Yay. Weder Plague Marines. Ja, und im Augenblick sind wirklich nur die Warpspinnen angeschlagen. Oder ich in jeder Zeit neu rufen kann. Unsere Ressourcen sind derzeit erschöpft.
Achso, 16, ja. Nicht 14. Ja, ja. Kommt, Ungläubige. Ulkair heißt jeden willkommen. Bin unterwegs. So, jetzt müssen wir den abtrünnigen Kommandanten vernichten. Dafür müssen wir erst einmal die Vorhut platt machen. So, Warpspinnen darin. Weil er da ist um den Haufen. Hinter die Deckung zu porten wäre wahrscheinlich klüger gewesen. So, neue Warpspinnen. So. Bewerfen wir den mal mit Granaten. Jetzt muss der blöde schwere Waffentrupp weg. Eitern und faulen und neues Leben hervorbringen für Nörgel. Jo. Das war die Mission gegen die Nörgel-Fanatiker. Und der Aspektstein des Kriegsfalkenschreins. Okay. Bis jetzt war ich aber mit dem Warpspinnenstein immer noch irgendwie am besten. Bei kostenlosen Einheiten übertreffen halt einfach alles irgendwie. Jedenfalls auf normal. So, ich hätte gern Phantomdruiden. Und Level-Ups. Immer mehr Gesundheit für dich. Zusätzliches Zubehörteil für dich, gerne. Ach, Schadenswiderstand. Das wäre schon mal nicht schlecht für dich. Aber für dich wäre es noch besser. Ein Speer. Was kriegst du? Ah, psionische Fähigkeiten. Feinde, die geschützte Einheiten angreifen. Achso, die damit befohlen geschützt sind. Ja, erstmal das hier oben. Dann kriegst du mal den da und das da wird verschrottet. Das da kann ich dann auch verschrotten. Dafür brauche ich erst Stufe 7, bevor ich das Ronin geben kann. Oder Ronny. Ja, kriegst du ruhig mal die Granate noch, da wir gerade nichts haben. Phantomlord. Erfahrung für dich. Da du ja so hinterher hängst. Jetzt bist du gerade ein bisschen vor allen anderen. Steigert die Energie. Runenleseranführer steigern Geschwindigkeit. Das ist nett. So. Phantomdruiden und Phantomlords verbessern. Und was macht das Ding?
Sprung und Hochfliegen kosten 50% weniger Energie. Plus 30% Fernkampfschaden. Schaden gegen Fahrzeuge und Kampfschrei. Ist alles so wie es gerade ist. So, das heißt, wir haben auch bei Phantom Lords jetzt endlich die Shurikenkanone, was ich toll finde. Und bei Phantom Druiden können wir auch noch einen Runenleser reinpacken. Aber jedenfalls haben wir jetzt auch die Phantomkristall in Fähigkeit für die hier. Damit können sie Lebenspunkte regenerieren. Jo. Gut, dann gucken wir mal, was uns die Kapitolgärten bieten. Dies ist die Übertragung. Möge sie euch helfen. Die menschliche Kommunikationstechnologie ist dem Schreien sehr ähnlich. Prioritätskanal Secundus. Lord Aszendant, ich führe die Glaubenden in den Sturm auf den Hauptwohnturm. Gute Nachrichten. Die Verteidiger des Turms sind gefallen. Sie waren nicht auf den Angriff von innen vorbereitet. Wie angewiesen halten wir den Turm und erwarten Übertragungen mit weiteren Anweisungen. Ruhm dem Aszendanten. Ruhm für Korn. Also dann, Ronan. Wollen wir doch mal sehen, wie deine Findigkeit dieses Rätsel mit nur einem Sieg auf Meridian lösen kann. Vermutlich ist Kyras Antwort gerade unterwegs. Aber die Kodierung wird nicht so primitiv und leicht aus der Ferne zu hören sein. Wir schlagen hier zu, an der Quelle der Nachricht. Er schlagt sie alle. Dann warten wir pflichtbewusst auf Kyras Antwort. Teuflisch effizient. Vermutlich erfolgreich. Ein sofortiger Ausgang. Gut geplant. Wir können froh sein, dass die Jahre der Flucht deinen Verstand geschärft haben. Erinnere dich an deine Ahnen, Veldoran. Die einzigen Elder, die heute noch leben, sind jene, die geflohen sind. Ja. Also, wir sind Elder, wir müssen das Skalpell sein, nicht die Kettensäge, wie die Tyranniden oder die imperiale Armee. Deswegen... Naja gut, wir gehen eigentlich genauso vor wie die Tyranniden und die imperiale Armee. Wir machen einfach alles nieder. Ach ja, die Tyranniden. Da finde ich es eigentlich immer schade, dass in Dawn of War 2 keine Necrons rausgekommen sind. Das hätte die ganze Sache noch cooler gemacht. Aber Tyranniden sind auch nicht schlecht. Achtung Angreifer, treibt sie zurück. Sie dürfen auf keinen Fall im Turm Fuß fassen. So, erstmal Truppen holen. Sadisten sind auf das Feld gezogen. Bin jetzt unter. Das wird uns gehören. Dann holen wir die Energie. Für die Mission nehme ich lieber die Laserlanze. So, du bleibst ruhig wie noch auf Nahkampf, auch wenn du eine Laserlanze hast. Die da oben könnten nervig sein, deswegen sprengen wir sie einfach mal raus. Ja, da sprengen sie uns die Brücke vor der Nase weg. Ich bin bereit. Verstehe. Angriff. Sie schießen auf uns, Gardisten. Ich habe einen Gardisten verloren. Ihr Schweine. Da ist der Banewolf, der erste jedenfalls. Es ist nicht sicher, aber ich werde feindliche Beschuss.
So, mehr Truppen für uns. Ja, im Augenblick bin ich dank... ach ja, Phantomdruiden könnte ich dann demnächst mal ausbilden. Im Augenblick bin ich zum Glück dank Infanterie- und Walker-Einheiten ein bisschen mobiler als zum Beispiel die Imperiale Armee mit Fahrzeugen. Halte ich mal lieber hoch. Jetzt muss ich das Ding da mal nähern. Okay, das hat mich meinen Kommandanten gekostet. Was aber halb so schlimm ist. Die oberen sind nicht so schlimm. Dann schalten wir mal die Chimäre aus. Oder versuchen es zumindest. Und belebt unser Autarkin wieder. So, du heilst dich nochmal hoch. Ich gebe nicht auf. Das ist nicht unsere Strategie. Du heilst alles. Wie immer dienen wir dem Weltenschiff. Weisheit gewinnt den Krieg. Ich stimme zu. Eine gute Position. Gut. Ich werde angegriffen. Das ist der Demonstration. Das ist wahr gewesen. Das ist die eine Sturmfrage. Das Team ist ausgelöscht. Was nagelt mich denn fest? Ach, da oben ist ein... MG. So, zurückbeamen. Jetzt wollen wir uns erst das Gebäude jetzt, wo die das schwere MG weg ist. Und schon wieder eine Chimäre. Heilung. Gibt es Befehle? Ich bin so einfach. Noch mehr Feinde stürzen. Eine volle Salve. Wir haben unser Ziel erfüllt. So, jetzt habe ich auf jeden Fall genug Ressourcen. Da oben ist der lieben was. Bombardement, Sir. So, werft den mal Granaten an den Kopf.